Es sind ja nicht nur die Ärzte, die sich im Krankenhaus um ihr Wohlbefinden als Patienten kümmern. Zahlreiche Pflegekräfte sorgen jeden Tag dafür, dass es ihnen als Patienten schnell besser geht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Asklepios im Internet. Heute geht es um die Ausbildung in Pflegeberufen und die damit verbundene Patientensicherheit. Ich habe mir einen Experten eingeladen, Holger Graber. Er ist Betriebsleiter des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe. Schön, dass Sie da sind, Herr Graber. Ja, schönen Dank, dass ich eingeladen wurde. Erklären Sie mir doch bitte einmal, was das Bildungszentrum überhaupt ist und wer dort ausgebildet wird. Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ist, wie es der Name schon sagt, eine Ausbildungsstätte für Menschen, die in Gesundheitsberufen tätig werden wollen. Das Bildungszentrum Hamburg ist mit seinen gut 1400 Auszubildenden auch das größte Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Deutschland und dann noch ganz nebenbei auch der größte Ausbilder in Hamburg. Das vielleicht einmal vorweg. So, Ausbildung ist dabei nur eine Stütze des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe. Die andere ist die Fort- und Weiterbildung. Und die ist wiederum in zwei Teile gegliedert. Einmal in die Fort- und Weiterbildung speziell auf Pflegekräfte und Kommunikation ausgerichtet und zum anderen über die Ärzteakademie für Ärzte und für Kongresse. Ausbilden tun wir in den Berufen Gesundheits- und Krankenpflege. Vielleicht besser bekannt früher der Krankenpfleger, die Krankenschwester darf man heute gar nicht mehr sagen. Heute ist es der Gesundheits- und Krankenpfleger. Dann gibt es den Kinderkrankenpfleger, den wir ausbilden, die Hebammen, operationstechnische Assistenten und anästhesietechnische Assistenten. Eine ganze Menge. Krankenschwester darf man tatsächlich nicht mehr sagen. Ja, das hat sich überholt. Wir sind jetzt in der Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist auch gut so, hat eine lange Diskussion gegeben. Und ich finde es auch richtig. Die Patientensicherheit ist ja Teil dieser Ausbildung. Warum ist das so wichtig? Also erstmal müsste man jetzt gegenfragen, ist Patientensicherheit überhaupt unwichtig oder kann es unwichtig sein? Das muss man natürlich ganz klar mit Nein beantworten. Patientensicherheit ist von jeher für alle pflegenden Berufe schon eine originäre Aufgabe gewesen, ist also nichts Neues. Aber es gleich frühzeitig mit einzubinden in die Ausbildung, ist ein großer Vorteil und trägt sicherlich auch dazu bei, dass das weitergetragen wird. Wir haben in der Ausbildung die einmalige Gelegenheit, die Auszubildenden von Anfang an zu befähigen, Risiken zu erkennen, diese zu analysieren und dann infolgedessen natürlich auch die Maßnahmen einzuleiten. Vielleicht bei dieser Gelegenheit noch einmal dazu. Es ist nicht der Fokus, dass wir Indikationen festlegen, Maßnahmen besprechen, die dann stupide auswendig gelernt werden und zur Anwendung kommen, sondern es ist vielmehr ein berufstheoretischer Aspekt der Pädagogik dahinter. Wir wollen auch gerne Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Unser Wunsch ist es, dass wir den Schülern und Auszubildenden eine Haltung vermitteln. Eine Haltung, die letztendlich dazu führt, Patientensicherheit auch weiterhin in Zukunft nach vorne zu tragen. Was meinen Sie da genau mit Haltung? Also geht es da schlicht um das Gegenübertreten zum Patienten? Oder wie ist Wenn das Sie etwas auswendig lernen, etwas tun, einfach weil Sie es tun müssen, weil Sie es mal gelernt haben, ist es etwas anders, als wenn Sie eine Haltung dazu entwickeln, etwas verinnerlichen, etwas tun, weil Sie es aus einer Haltung heraus tun. Mhm. Und das ist etwas, was langfristig wesentlich mehr Erfolg hat, als irgendwas auswendig zu lernen. Sie kennen das sicherlich noch selber vom Auswendiglernen, dass man von einer Arbeit gelernt hat. Das hat man für den Tag vielleicht drauf, vielleicht auch noch für den nächsten, aber dann wird es schon schwierig. Da wäre ich auch bei der nächsten Frage gleich. Welche Rolle spielen denn die Pflegeberufe bei der Patientensicherheit im Krankenhaus im Alltag? Also erstmal freue ich mich, dass Sie über die Rolle, nach der Rolle fragen, weil im Krankenhaus, auch im Krankenhaus ist Patientensicherheit schon immer ein Thema gewesen. Und es gibt dort keinen, der keine Rolle da drin hat. So, es ist ein Zusammenschluss aller, die eine Rolle darin haben und es funktioniert auch nur, wenn alle diese Rolle wahrnehmen.
aufgrund der Häufigkeit der Kontakte, die Pflegende zum Patienten in einem Krankenhaus haben, ist sehr wohl davon auszugehen, und das kann man auch gut sagen, dass die Pflegenden eine große Rolle in der Patientensicherheit in einem Krankenhaus spielen. Und da vielleicht noch hinzuzufügen, dass es ja für den Patienten selber gar nicht immer wahrzunehmen ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, es ist von jeher für die Pflegenden ein Teil dessen, dass sie halt auch Sicherheit vermitteln wollen. Und deshalb passiert so vieles im Hintergrund und was der Patient gar nicht so merkt. Es ist einfach da, Patientensicherheit, und ist aber auch eine schwierige Sache. Man muss schon mitgehen, man muss sehen, dass sich auch die Arbeit verändert. Und auf diese Veränderung muss man natürlich auch reagieren. Aber ist es nicht auch gut, dass der Patient das nicht spürbar mitbekommt? Das ist richtig, das ist gut, weil er soll ja gar keine Angst bekommen, sondern soll sich sicher fühlen. Und alles, was läuft, als wäre es ganz normal, das ist natürlich immer gut. Können Sie da ein paar praktische Beispiele für die Patientensicherheit in der Ausbildung geben, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das funktioniert während dieser Ausbildung? Naja, das wohl bekannteste oder das, was am meisten thematisiert wurde, ist ja, wie heißt es, noch nicht so lange her, dass EHEC uns eingeholt hat in Hamburg und damit die große Diskussion um Hygiene. So, also ist Hygiene natürlich ein großer Teil. Man soll sich schon wundern, was man bei einer Hygieneschulung so alles beachten muss, was man da so mitbringen muss. Dann ist Medikation ein großes Thema natürlich auch. Auch im Krankenhaus Medikation verabreichen, eintüten, all diese Sachen. Sturzprophylaxe oder auch die Kubitusprophylaxe. Mhm. Und nicht zu vergessen, was die Asklepios-Krankenhäuser ja auch erfolgreich eingeführt haben, das Programm CIRS. Das bedeutet? Das bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, in den Hamburger Kliniken jetzt auch beinahe Unfälle auch zu melden. Also entscheidend ist ja, dass man nicht nur dazu kommt, wenn ein Fehler gemacht wurde, darauf zu reagieren, sondern vielleicht auch schon bei der Entstehung. So, und jetzt gibt es ein anonymisiertes Programm, in dem man dann Fehlermeldungen geben kann. Das wird dann überprüft, nachgeordnet, und daraus ergeben sich dann vielleicht Maßnahmen, die zukünftig verhindern, dass sowas überhaupt passieren könnte. Ganz im Groben beschrieben. Da gibt es natürlich weitaus umfangreichere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Aber ich glaube, dass es an dieser Stelle reicht. Aber Prävention wird auf jeden Fall in dem Bereich auch groß geschrieben. Prävention ist ein Teil, ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass man immer guckt, man muss ja nach vorne gucken, was könnte sein, und darauf reagieren. Ja. Was hat sich denn verändert merklich? Also vielleicht auch, wenn man das Thema Kommunikation mal mit auffasst. Was hat sich verändert? Das ist ja schwer, es sind so viele Faktoren, die sich verändert haben. Wenn man zurückblickend betrachtet, ich glaube, am besten kann man so etwas anhand der Autoindustrie vielleicht erklären. Wenn Sie vor 25, 30 Jahren ein Auto gekauft haben mit einem gewissen Sicherheitsstandard, so, und sich die Autos betrachten, die damals da waren. Ich erinnere mich an die Ente mit ihren, ich glaube, 26 PS. Da ist sicherlich ein anderer Sicherheitsstandard nötig gewesen. Es waren auch viel weniger Autos auf der Straße. Wenn man das jetzt überträgt auf das Krankenhaus von vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren auf heute, da hat sich ja viel, viel verändert. Auch viel in der Kommunikation verändert. Die Informationsflüsse sind ja deutlich größer geworden, auch die Informationsflüsse der Patienten. Ja, früher musste ein Patient sich vom Hausarzt aufklären lassen, ausschließlich. Das Internet gab es noch gar nicht. Mhm. Heute weiß der Patient schon etwas, hat ja vielleicht sogar schon was gehört darüber, über die Sachen. Das alles bedeutet natürlich auch eine größere Informationsdichte, die aufzuarbeiten ist, auch von den Pflegekräften. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie bei uns waren. Ja, schönen Dank. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass Sie sich gut informiert fühlen und vielleicht auch ein bisschen beruhigt sind, falls Sie demnächst ins Krankenhaus müssen. Falls Sie sich zu anderen, weiteren Themen noch informieren möchten, können Sie das jederzeit sehr gerne tun, wieder per Mausklick auf der Website www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und natürlich jederzeit auch auf YouTube. Ich danke Ihnen fürs Reinklicken. Tschüss und auf Wiedersehen.